Formenvideo auf Pädagogik gedruckt habe, mit mir noch eine Zwischenfrage gewonnen. Martin, für dich, was ist eine Behinderung? Für dich persönlich? Ja, also das ist jetzt eigentlich etwas, wo ich jetzt Mühe habe, eine Antwort darauf zu geben. Weil ich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ich meine es aber auch nicht. Eigentlich wie nichts. Also wir kennen uns jetzt schon eine Zeit, du machst immer mit bei unserem Ausbildungsmodul in Luzern an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik. Und ich nehme dich wahr als Jan Graf und irgendwie nicht als Spastiker. Ja, oder Rollstuhlfahrer. Ja. Und für mich ist das eine grosse Befreiung im Sinn von wie auch eigene nachhaltige Vorurteile, die man immer wieder hat, immer wieder können zu überwinden in dieser Arbeit und zu merken, das Relevante ist ja nicht der Rollstuhl, sondern dein Herz zum Beispiel, deine verschiedenen Kompetenzen, dein Lachen, deine Ausstrahlung. Und ich sehe eigentlich, heute habe ich wenigstens das Gefühl für mich, eigentlich das. Danke, das merkt man auch. Also wenn man mit dir sich unterhält, fühlt man sich auf Augenhöhe. Und was ich immer zu dem Thema sage, eine Behinderung, ist eigentlich eher eine Wechselwirkung. Also erst durch die genormte Welt ist erst Behinderung sichtbar. Und nicht ich als Mensch fühle mich behindert, sondern eben, wie ich vorher gesagt habe, für mich ist die Spastik ein Teil von mir, sie gehört zu mir, also ist für mich nichts abwertend, oder? Aber wenn ich dann manchmal schon sehe, die genormte Welt, wo ich aber auch ein Teil bin von dem, weil ich habe auch Normen im Kopf, wo ich immer wieder muss überdenken und auch mein Reflex, das geht jetzt nicht, gewisse Sachen auch muss ich überdenken. Natürlich geht es, man muss nur wählen. Und das sage ich auch, die Kreativität wünschte ich mir nicht einmal von der Gesellschaft, weil das bin ja ich auch, sondern von den Fußgängern. Dass man nicht einfach sagt, das geht nicht oder wir müssen das abklären, sondern einfach mal lösungsorientiert wird, Sachen anschauen, oder? Mhm. Wie auch Barrierefreiheit. Mhm. Aber da muss ich dir nicht gross erzählen. Aber jeder Politiker, der da sitzt, wird zart rosa. Mhm. Wenn ich sage, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema und nicht ein behindertes Thema. Mhm. Und dann schaue ich mir mit grossen Augen an und sage, ja, ob jetzt ein Vater, der mit seinem Bub oder Mädchen unterwegs ist, mit Kickboard, hätte ich es gerne eben. Oder wenn er mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Und wenn man mal alt wird, sind wir irgendwann alle auf Hilfe angewiesen, wenn du so willst, überspitzt behindert im Fachjargon. Und dann müsste ich dir auch nicht die Verhältnismäßigkeit immer aufschreiben, wenn es unter dem Aspekt würde ich machen. Und dann komme ich zu so einer Schnattatmung rüber, also werde ich wirklich rot. Aber ich verstehe das nicht. Wollt man denn uns einfach als Kostenpunkt anstellen? Ich probiere es immer wieder zu sagen, wenn jemand da ist. Und man merkt dann auch, so einen Punkt haben sie sich gar nicht überlegt. Aber eigentlich ist Barrierefreiheit ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Nicht? Also, du hast absolut recht. Und das ist, ich finde, eine von den ganz grossen Irritationen auch in diesem Thema. Weil es gibt wie ein paar ganz einfache wie Erkenntnisse. Also, der Mythos, es ist eine Minderheit, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Wir haben Zahlen, wir wissen, dass 20% der Bevölkerung eine dauerhafte Funktionseinschränkung haben. Wir wissen, dass fast 1 Million der Menschen über 80 ist. Wir wissen, dass alle schweren körperlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen zu dauerhaften psychischen Erschütterungen führen. Also vielleicht 40% oder bis 50% der Menschen führen eigentlich ein verletzliches Leben. Und gleichzeitig
ist es den Menschen nicht möglich, sich jetzt zum Beispiel in deine Situation hineinzuversetzen. Und das finde ich, das braucht eigentlich nicht ein Studium. Dass du ein Mensch mit viel Potenzial willst, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, du aber mit deinem Rollstuhl einfach eine Treppe oder eine Stufe nicht kannst überwinden. Also muss man das Hindernis beseitigen. Und das finde ich fast, kann ich mir fast nicht vorstellen, warum dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Und ich glaube, aber dahinter steckt einfach vielleicht eine ganz grosse Angst vom Menschen, sich der Möglichkeit, auch in dieser Situation zu sein oder sich der verletzlichen Leben zuzuwenden, riesig ist. Und statt eben sich selber zu entlasten und den Kontakt mit diesen Menschen zu suchen und ihren Wert zu sehen, tut man eigentlich auf das Gegenteil setzen. Und das ist Ausgrenzung und Entsorgung. Ja, was ich halt immer interessant finde beim Menschen, jeder will individuell sein. Aber wenn man dann wirklich eine individuelle Gesellschaft will, grenzt es mir gleich aus. Also das ist ja irgendwie auch wieder eine Sache, die sich blockiert. Jeder pocht auf seine Individualität, aber die Norm in der Gesellschaft ist einfach gleich eben Minderheit. Aber das ist nur im Kopf. Weil eben, es ist 1,8 Millionen, sagt glaube ich, das Bundesamt für Statistik, haben eine Behinderung, in welcher Form auch immer. Oder? Aber wenn man dann eben mit Begrifflichkeiten wie vorher kommt, hat das natürlich schon den Anstrich, als wäre das etwas nicht Gutes. Oder? Aber ich glaube, im Englisch ist Behinderung auch Ausdruck von der Vielseitigkeit, wenn man es jetzt philosophisch anschaut, vom Leben. Das Genormte ist eigentlich abnormal, dass jeder gleich will sein, oder? Aber warum hat der Mensch den Reflex von dem Genormten? Hast du da auch schon Gedanken gemacht? Weil ich muss selber sagen, ich bin manchmal auch in dieser genormten Welt daheim und muss mich manchmal selber korrigieren. Auch ich als Behinderte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gibt dem ja gewisse Sicherheit. Genau. Also wenn man definiert, zum Beispiel, was normal ist und was nicht normal ist, dann hat man wie eine Grundlage und dann kann man sich ein bisschen an dem ausrichten. Und ein Umgang mit Vielfalt und auch Akzeptanz für Vielfalt, auch für unterschiedliche Lebensentwürfe, das finde ich, das ist herausfordernd. Das braucht sehr viel auch Zuwendung, Wertschätzung. Es braucht tiefe Überzeugung, zum Beispiel, dass eben Menschenrecht oder das Recht auf ein gutes Leben wirklich für alle gelten, ganz unabhängig von den einzelnen Voraussetzungen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle. Dann, denke ich, fehlt uns heute einfach Zeit, uns mit ein bisschen komplexeren Sinnfragen auseinanderzusetzen. Natürlich steckt hinter der Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung ohne Bewertung. Also der Fakt, dass wir so langsam vorkommen in diesem Bereich der Gleichstellung, dass man, wie du es gesagt hast, um Barrierefreiheit muss kämpfen, das hat natürlich damit zu tun, dass die Gesamtgesellschaft bewusst oder unbewusst denkt, ja, eigentlich lohnt es sich doch gar nicht. Ich meine, darum diskutieren wir ja auch über Verhältnismäßigkeit, was ja eigentlich absurd ist. Ich meine, im ganzen Strassenbau reden wir auch nicht von Verhältnismäßigkeit, weil fast alle Autofahrer wird dort halt auch alles gemacht. Aber weil man Menschen mit einer Behinderung noch viel zu selten sieht, weil vieles nicht zugänglich ist, denkt man eben, ja, das ist doch gar nicht so wichtig, es gibt ja gar nicht so viel von denen und warum müssen die jetzt auch noch zum Beispiel in ein Theater oder in ein Kino reinkommen? Und diese Bewertung, ich denke, das ist die ganz grosse Herausforderung für eine Gesellschaft, zu merken, dass sie nicht die Schwachen, sondern dass sie eigentlich die Starken im Sinn von, die sie in einer anspruchsvolleren Lebenssituation, weil aufgrund von ihrer Behinderung ihnen vieles nur mit zum Beispiel Barrierefreiheit zur Verfügung steht. Ja, da halt, wie es Grosse gibt und Kleine gibt, gibt es jetzt halt auch Rollende.